bin so am Arsch. Ich werde so sterben. Ich bin so tot. Bye bye. Habe ich das Teil jetzt hingelegt oder trage ich es noch mit? Bitte hab's hingelegt. Ja, ich hab's nicht mehr im Inventar. Sehr schön. Dann leg dich mal hin. Wow, was sind das jetzt für Gegner hier auf einmal? Das ist ja nicht mehr normal. Nehmen wir mit. Tschüss. Jo, schon mal voll daneben. Ja, wie viel hältst du denn jetzt auf einmal aus? Verdammt nochmal. Stirb halt. Ich glaube, ich laufe hier irgendwie in die falsche Richtung. Kann das... Hui! Hui, 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 hui. Hui, bu. Hui, bu. Oh! Oh. Otto, was ist uncool. Virub Natul Etel. Wartet, ihr seid kein Ork. Greift mich nicht an. Ich bin kein echter Ork. Was sagst du? Du bist kein Ork? Eine Lüge, du siehst aus wie ein Ork und du riechst wie ein Ork. Und nun zeigt die Würde auch wie ein Ork zu sterben? Nein, aufrichtig, ich bin kein Ork, ich bin ein Spion. Mein Körper wurde mit Hilfe von Zaubereien in die Gestalt eines Orks verwandelt, sodass ich in ihr Lager eindringen konnte. Von derartigen Dingen habe ich noch nie zuvor gehört. Wer hat euch verwandelt? Ich traue deiner Geschichte nicht. Ich glaube, du bist nur ein gewiefter Ork, der sich von einem Kampf drücken will. Vielleicht habt ihr schon von Kistandalius gehört. Er hat den Verwandlungszauber vollbracht. Ich versichere euch, ich bin genauso wenig Ork wie ihr ein Zwerg seid. Angesichts des Zweifels will ich einen guten Willen zeigen und euch verschonen. Vorerst. Was habt ihr herausgefunden? Ich habe ein großes Orklager ein wenig weiter dort im Nordwesten gesehen. Sie verfügen über große Bestände an Rüstungsmaterial sowie über reichhaltige Vorräte. Und sie sind der Front bereits erschreckend nah. Seht, ich muss mit Mitok sprechen. Es ist dringlich. Was treibt ihr da noch hier draußen? Ich bin auf der Suche nach einem sicheren Heimweg, Dummkopf. Versteht doch, ihr lasst meine Tarnung allein dadurch schon aufliegen, indem ihr mit mir redet. Geht bitte fort. Na gut, viel Glück. Wie nett. Ich glaube den Typen so kein Wort eigentlich. Ein Felsbrocken, den ich bewegen kann. Grumas Erkrat, Frenax Trock, Gromnax Kreftiak Kor, Trospet Galdene Drukat Quatorkat, Krek Tas Onatit Kor, Grisnak. Ich bin schlauer geworden. Definitiv. Ich weiß jetzt, was abgeht. Toll. Und was hat mir das jetzt geholfen? Nix. Nix. Hallo Ork. Hallo noch mehr Ork. Triffst du auch mal oder ist das nur eine Freizeitbeschäftigung von dir? Hallo noch mehr größere Ork. Okay. Dieses Lager ist so sympathisch. So toll. Ich bin sowas von begeistert. Man hört's mir direkt an. Los, komm her, komm her, komm her. Ja. Ach, du hast deine Magier nicht gewachsen. Trollololololol. Wow. Das sieht sehr kaputt aus. Vielleicht finde ich ja noch was. Verborgene Schätze im Orklager. Denn ich bin Indiana Jones. Okay. Hey, aber hier scheint es wirklich friedlich zuzugehen. Bis auf dem hier. Da war ich solche Angst. Tja,
Ist ja nix quasi. Da liegt ein Dolch, sehe ich das richtig? Wieso schlage ich überhaupt zu? Wieso mache ich es immer wieder? Gut, nützt mir nichts. Hey! Nice! Zerstörtes Dorf. Cool! Kann mich jetzt jederzeit hierhin teleportieren, das gefällt mir. Hm? Finde ich nett. Ja. Aber das soll jetzt dieses total überbrutale Orklager sein? Ich meine, was sind das? Verdammt. Vielleicht soll ich es auch mal lesen. Flomp. Ich habe nicht mehr so viel Mana, fällt mir gerade auf. Verbrannter Stein, den kann ich natürlich aufheben, natürlich. Warum nicht? Ja, aber ich habe Mana jetzt nicht mehr an Mass, also so toll ist es nicht. Ein Ork geht ja noch. Ork-Zelt enthält einen Gegenstand Gold. Hihi, ich habe Orks geplündert. Fleisch nehme ich gerne mit. Hui. Normalfall müsste jetzt mein Mana erschöpft sein. Ah nein, nicht mal. Ui, der ist aber gut tot. Oh, ich hätte noch was nachschauen können. Nein, weil das ist auch so eine Fähigkeit, die ich cool finde, dass man mehr Erfahrungspunkte bekommt. Ich hoffe, wir lernen mit ihm irgendwann nochmal was Nützliches, weil dieser Meteorschlag, der ist ja ganz praktisch. Nur eine Attacke wird halt auf die Dauer langweilig. Was wollte ich denn jetzt machen? Klärt mich das. Das wollte ich jetzt machen. Ich finde es auch so cool, dass keiner auf die Idee kommt. Oh, da liegt ein Ding, was vorher nicht gelegen hat. Was machen wir damit? Oh, wir lassen es einfach liegen. Puh. Nehmen wir wieder mit. Gut. Oh, da ist Waffenständer. Nö. Oder wohl, sagst du? Hm. Rüstung 80. Wie viel macht mein momentaner Schild? 60. Ja, nehmen wir mal den hier mit. Und rüsten ihn auch aus. Bisschen mehr Rüstung kann ja nicht schaden. Oh. Hi there, Bone Dangles. Hier sieht's nicht gerade friedlich aus. Also, dass es hier nicht zugegangen wäre. Jetzt komme ich in eine Situation, die ich hasse, wenn zu viele Leute auf einmal kommen. Oh. Ich will hier weg. Weil da ist man als Magier halt einfach immer wieder gefrustet. Auf die Distanz ist man ja super, aber wenn sie einem zu nahe kommen, dann wird's schlimm. Oh. Och, nö. War klar, dass wieder so ein Freak da sein muss. Oh. 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 Hello. Komm, schlag ihn nieder. Bam. Komm. Bam. 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 Oh, bam. Meine Herren. Das hat jetzt aber ewig gedauert hier, was? Jetzt ist keine gute... Und da wäre ein Schlapp... Natürlich würde ich mich da hinlegen. Was ist da drin? Uncool. Noch mehr Orks.
wieder mal metzle ich als Einzelner eine ganze Armee ab, falls uns das das war jetzt auch klug. Ich metzle hier wieder mal als Einzelner eine ganze Armee nieder. Finde ich immer logisch, sowas. Hi there. Was sind das hier? Ich muss mich ausruhen, ehe ich einen weiteren Zauberspruch anwenden kann. Fuck you. Nett. Jetzt werde ich, glaube ich, aber doch mal diese Karte da hernehmen. Das war nicht die Karte, das ist... Versorgungsstützpunkt der Orks. Ah. Explosivstoffe. Oh, hi. Ich bin erschöpft. Wir sind hier irgendwie nicht gewachsen. Wir sind fast tot. Das ist sehr praktisch. Bomb. Muss ich das jetzt damit irgendwie in die Luft sprengen? Was muss ich machen? Muss ich das nur hier hinstellen und dann... Oh. 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 Das war wohl die epischste Explosion, die es jemals gegeben hat in einem Spiel. Nehmen wir auch mal mit. Jo. Damit zurück zu Hauptmann Mitox. Was ich jetzt cool finde, dass ich jetzt hierdurch einfach mal so gemütlich, genüsslich dadurch latschen kann. Davor haben die sich jetzt gefürchtet, also das war jetzt weniger schlimm als erwartet, oder? Ich meine, okay, ich hatte ein bisschen Angst, aber... Hey. Was man eventuell gemerkt hat... Nein, hat man sicherlich nicht gemerkt. Ein Ork kommt ums Eck und ich... Ja, gut. Waffe weg... Mitox. Ey, nicht weglaufen. Ausgezeichnet, Freibeuter. Ohne Vorrate werden die Orks die Belagerung bald aufgeben müssen. Es ist an der Zeit, etwas aktiver zu werden. Ich muss erneut auf eure Dienste zurückgreifen. Wie lautet die Mission? Ich möchte, dass ihr das Wasserreservoir der Orks vergiftet. Nehmt dieses tödliche Gift, welches von meinen Kampfmagiern erschaffen wurde, und schüttet es in den Brunnen, der sich in der Nähe des Orklagers befindet. Vorsichtig! Ein Tropfen hiervon auf euren Lippen und ihr seid schneller bei den Göttern, als euch lieb ist. Verstanden? Aber ja, könnt ihr mir auf der Karte den Standort des Brunnens zeigen? Natürlich! Meine Spione berichten, dass der Brunnen streng bewacht wird. Ihr müsst einen Weg finden, ungesehen einzudringen und das Gift in den Brunnen zu geben. Wie ihr das anstellt, ist eure Sache. Viel Erfolg! Den Brunnen im Orklager vergiften. Wie nett! Ah, bitte, du musst dich doch... Sieht cool aus. Und wofür habe ich diese Schlüssel? Ich werde auf alle Fälle jetzt mal was probieren. Flop. Dann mache ich diese Mission noch, würde ich sagen. Ich nehme das hier mit. Und speichere hier einfach mal so ganz frech. Yep.